Jawohl, da ist er ja. Sie können übrigens, er hat mir gesagt, er sei so in die Apero-Zeit und er fände es mega cool, wenn er nicht allein ins Aperölen muss. Und darum habe ich ein Glas Rotwein dabei. Sally, hoi. Hoi! Hoi. Ich habe dich gar Hoi! nicht gesehen zuerst. Ich Jetzt habe ist einen aber super. schwarzen Bildschirm gehabt. Es ist so Wirklich? verstanden, dass du live bist, aber mit schwarzem Screen. Habe ich gedacht, du hast eine spezielle Sache vorbereitet oder so. Ah, Oder sind nein, sie hinter einem schwarzen Vorhang für einen Gumpsch irgendwann? Ich muss dich extrem enttäuschen, ich habe nichts so vorbereitet. Aber weil du ja gesagt hast, du willst Aperol, habe ich immerhin geschaut. Eigentlich hatte ich Bier, habe ich gestern schön parat gemacht, sie ist heute weg. Es gibt nur jemanden, der das genug hat. Genug. Hey, zum Wohl, Dabu. Zum Jetzt Wohl? bist du gar nicht im Bett. Doch. Doch, voll. Man sieht es nicht. Ah, okay. Mama sieht es auf Ich wollte deinem ja. Profil. Haben Sie mal bei Dabu. Ja? Ich wollte eigentlich vermeiden, ja, dass man sieht, ob ich Hose an oder nicht. Ja, ich habe seit Wochen die Weil. gleichen Trainerhosen an. Das Eben, sieht man darum, nicht. man weiß es nicht. Aber doch, ich bin im Bett, aber vielleicht ist es im Fall auch nicht der coolste Ort. Man wird es sehen. Ich muss ihn dann wechseln Ja, irgendwann. aber du hast ja eigentlich so eine tolle Dachterrasse oder sonst Terrasse. Irgendjemand hat geschrieben, ich soll dich fragen, wie froh du bist, dass du so eine große Terrasse hast. Ich kenne dein Haus nicht, ich weiß jetzt nicht, wie es ist, aber. Ich bin extrem froh. Ich habe zwei sehr tolle Sachen bei mir. Das eine ist, ich habe ein kleines Studio, weil unser Studio, unser grosses, ist noch im Bau. Und das heisst, ich habe im Moment Möglichkeiten, um komplett Musik da bei mir zuhause zu produzieren. Was mega cool ist, erstens. Und zweitens, ich habe eine sehr grosse Terrasse, wo ich kann, rausgehen kann und effektiv einfach die Sonne geniessen. Und auch heute habe ich sehr viel gemacht mit Pflanzen. Also ich bin schon länger dran und bin schon länger am Vorbereiten und auch am Setzling am Ziehen und so. Und heute habe ich ein paar Töpfe parat gemacht und so. Und jetzt habe ich keine Erde mehr. Und jetzt ist meine Erde aufgebraucht und das ist in Corona-Zeiten nicht so einfach, wo man jetzt Erde auftreibt. Das muss ich jetzt Wirklich, ist mal das machen. Mangelware? Habe ich nicht gewusst. Nein, aber es sind einfach die Läden, wo ich jetzt einfach reingelatscht wäre, um Erde holen, die haben einfach zu. Das heisst, man muss es halt bestellen oder so. Ich muss jetzt schnell schauen. Ich habe noch Aber Vorrat gehabt, jetzt ist er aufgebraucht. ist das etwas, was du neu entdeckt hast, das Gärtner, oder ist das eh schon so gewesen? Das ist jetzt mein dritter Sommer, der sich anbahnt, an diesem Ort hier. Und es wird einfach jedes Jahr mehr. Ich habe jetzt, das Jahr zum Beispiel, ziehe ich zum ersten Mal selber Setzling ziehen, sonst habe ich die immer bekommen. Sind schon Für mal sehr professionell. Tomaten und Gurken und Melonen. Weil letztes Jahr habe ich herausgefunden, dass Melonen wachsen effektiv, auch Wassermelonen bei mir auf der Dachterrasse, weil die ist richtig Süden. So gut. Und ich habe im Sommer habe ich über 12 Stunden Sonne. Und Wow. dann wachsen eben auch wirklich südländische Sachen, was sehr cool ist. Meine Eltern haben einen also so einen Aprikosenbaum, also Baum, so einen Strauch. Wir hatten mega viele Aprikosen letztes Jahr. Es ist unglaublich und früher sind die nie gekommen. Also die sind jetzt auch, haben viel mehr Sonne und, ein bisschen, und das ist mega fein, das ist etwas Tolles. Hey, Frau Klemmerli, ich habe gestern eine Frage für dich hinterlassen. Und eine sehr Ja. schöne, nämlich, ob ihr euch bewusst seid, wie fest Freude ihr euch im Publikum macht. Das ist eigentlich ein riesiges Kompliment in eine Frage versteckt. Herzlichen Dank für das. Nein, man ist sich nie ganz. Ich bin selber großer Musikfan und kann sehr viel an Konzerte schauen und höre auch jetzt extrem viel Musik zuhause. Und kann mir darum vorstellen, wie das ist für Leute, die jetzt unsere Musik hören. Also ich probiere wie zu abstrahieren und zu sagen, okay, so wie ich zum Beispiel an einem Zürich-West-Song Freude habe, so gibt es bestimmt auch Leute, die Freude haben an einem Double Fantastic-Song. Also ich wünsche mir das auch. Und wenn ich das natürlich höre, dann freut mich das extrem. Und das ist jetzt zum Beispiel im Rahmen von Alles wird gut, haben wir wirklich sehr, sehr viel Liebe zurückbekommen. Also virtuellen Applaus, sage ich dem. In einem Ausmaß, wie ich es noch nie bekommen habe. Also, und in Ja, dem mega Moment bin toll ich. gewesen. Danke. In dem Moment bin ich mir bewusst, dass mir die Leute Freude machen. Und das ist das Schönste, finde ich. Und eigentlich das Hauptziel, das externe Ziel, wenn ich finde, von Musik machen, ist, wie die Leute Freude machen. Wenn das gelingt, hat man schon extrem viel erreicht. Und darum ist das ein riesiges Kompliment. Dankeschön. Was hast du denn das Gefühl, was das Spezielle ist? Also, an was haben die Leute Freude? Außer einfach an den Liedern? Ja, also wenn man Schweizerdeutsche Musik hört, hört man eh vor allem auf den Text. Das heisst, das Erste, also einmal, wo ich andocke bei Schweizerdeutscher Musik, ist immer der Text. Also ich habe sehr viel Freude an Sachen, wo eine Bühne oder ein Kuno sagt, weil ich einfach andocken kann, weil ich irgendwie merke, das hat mit mir etwas zu tun. Und das macht, interessanterweise macht das Freude. Ich weiss nicht,
warum, aber mir macht das riesige Freude. Ich glaube, das ist wichtig. Und das Zweite ist irgendwie Lebensfreude und Energie, wo ich finde, kann man mit Musik transportieren. Das ist irgendwie, das hat der Polo gesagt, wenn er auf der Bühne war. Auf der Bühne muss man sich nie Sorgen machen um ihn, weil auch wenn er schon älter war, weil dort kommt die Rock'n'Roll-Energie. Mhm. Und diese Rock'n'Roll-Energie, wenn Menschen, jetzt in unserem Fall sechs Menschen, für zwei Stunden etwas zusammen machen, wo voll Gas ist, die sechs Leute auf der Bühne sind voll fokussiert, voll im Tunnel, alle. Und wenn die das zusammen machen, erzeugt das im besten Fall eine Energie, die ankommt beim Publikum. Mhm. Das ist eine magische Energie, die ich selber nicht weiss, woher sie kommt und auch nicht, warum sie da ist, aber die ist irgendwie da. Und das spürt man am Konzert. Und das ist mega geil. Das ist das ist irgendwie die Energie. Ich habe mal einen Trompeter zugeschaut, einen uralten Trompeter von einer Band, die nach uns gespielt hat. Ein amerikanischer Trompeter, der hat fast nicht mehr laufen. Und als er hinter dem Vorhang auf die Bühne führen kommt, hey, hat er gestrahlt und ist normal, ist auf der Bühne umgekrempt. Ich dachte, was ist jetzt passiert? Mhm. Und das ist das, was Musik macht. Das ist einfach magisch. Und darum kann ich jetzt die Frage in dem Sinne nicht beantworten und sage, ich glaube, es ist das und das, sondern es ist irgendetwas Magisches mit Musik. Hey, ich habe einmal einen Opener moderiert, wo der Zucchero auf dem Line-Up war. Und der war wirklich mega schlecht weg. Und sie hat mir schon gesagt, hey, überleg dir eine Moderation, falls er nicht kann. Er hat mega Schmerzen gehabt oder ist betrunken, ich habe es nicht so genau gesehen. Jedenfalls ist er dann, jetzt heisst es eben sechs, sonst wird im Publikum es gleich nicht. Und dann ist der wirklich, haben sie einen Stuhl auf die Bühne da, ist er auf den Stuhl so richtig zusammengesackt, reingehockt. Und nachher ist das Konzert losgegangen, dann ist der, hey, der ist irgendwie wie 3 Meter gross vorgekommen und mit so einer Freude. Und ich habe gedacht, wow, jetzt geht es dem mega gut. Und kaum ist er wieder von der Bühne gekommen, ist wieder völlig zusammengesackt. Ich meine, du hast mir auch mal gesagt, du bist manchmal recht traurig, wenn du ein Konzert gehabt hast, wenn es vorbei ist. Also der Moment, wenn du von der Bühne kommst, wie ist denn der? Ist nicht immer gleich, aber es ist immer ein Down. Also weil die Bühne ist so fest ein Hoch, irgendwie, dass nachher muss ein Down kommen. Das ist wie wenn man einen Abend lang sehr einen guten Abend hat und zu viel trinkt, dann muss man am nächsten Tag irgendwie, es erzeugt ein Vakuum irgendwo. Und das ist immer nach der Bühne. Im Moment ist es jetzt gut, also jetzt spielen wir eh nicht, aber jetzt auf der Schlafhaustour, in den 3 Shows, die wir gespielt haben, ist es sehr ein gutes Gefühl gewesen. Zwar sehr müde und erschöpft, aber es ist halt, wenn man eine 2-stündige Show kann spielen kann, wir haben ewig nicht mehr Clubshows gespielt, eine 2-stündige Show kann spielen, ist es einfach schon sehr, sehr geil. Und das gibt mir ein besseres Gefühl, als zum Beispiel nur eine Viertelstunde, das ist dann so quickie-mässig. Mhm. Man ist nachher irgendwie gleich down, aber man ist nicht so erfüllt gleichzeitig. Darum, ja, aber manchmal gibt es das, manchmal bin ich, also es gibt ein Extrembeispiel, wo ich wirklich hätte können brüllen, als ich von der Bühne gekommen bin. Und das war am Energy Air gewesen, letztes Jahr. Mhm. Ich hätte wirklich können brüllen. Und ja, es ist echt so, das ist das Beispiel von einem Auftritt, der nur 20 Minuten gegangen ist und ich bin nachher so fest leer gesogen gewesen, aber das hat mehr mit der Art zu tun von dem Anlass, glaube ich. Also weil es so toll war oder weil es irgendwie so, ich weiß auch nicht, was es war? Nein, es ist ein Anlass, wo halt auch vor allem eine riesige Werbeveranstaltung ist. Und ich habe manchmal als Musiker auch ein gewisses Statistengefühl an diesem Anlass. Es hat zwar 35'000 Leute, aber man kann gleich nur 20 Minuten spielen und die Leute warten dann gleich noch auf diesen Act oder auf diesen Act. Oder, weißt du, es ist, und in 20 Minuten habe ich nicht Zeit auf der Bühne, um die Leute, die uns noch nicht toll finden, zu überzeugen. Ich schaffe das nicht in 20 Minuten. Für das braucht es am Festival, eben das kleinste Festival ist 3/4 Stunde oder eine Stunde. Und das langt, wenn man es gut macht, um Leute abholen, die man noch nicht kennt. Aber in 20 Minuten kann ich nur verlieren dort gegenüber den super-duper internationalen Act, die mit Feuerwerk einfahren. Aber weißt du, du bist jetzt weiter nicht der Erste, der mir das erzählt. Und dann frage ich mich immer, ja, warum machen wir es denn? Also, also ihr wisst genau als Musiker, auf was ihr euch einlädt. Also um ein Konzert. Voll, darum machen wir es auch nicht mehr. Okay. Nein, ich bin wirklich von der Bühne gegangen und habe kaum Applaus bekommen. Auch das, hure schräg. Es hat hure viele Leute, kaum Applaus bekommen. Und bin von der Bühne gegangen und bin unter der Bühne zurückgelaufen, dort in dem Gang und habe gesagt, das mache ich nicht mehr. Okay, das ist dann konsequent.
Ja, du sagst, jetzt habe ich es auch alle erzählt. Jetzt muss ich es auch durchhalten. Ja, man kann seine Meinung auch ändern, so ist es jetzt auch. Du, wie ist das? Du sagst, du entdeckst jetzt auch viel Musik. Du hast ja unter anderem auch die IU mitentdeckt. Also ich ist eine SRF 3 Best Hair, ganz eine tolle Frau, die so coolen Pop macht, aber gleich so mit Ecken und Kanten. Wo entdeckst denn du frische, junge Musik? Jetzt vielleicht im Speziellen gerade Schweizer Musik. Ja, Schweizer Musik schon auch natürlich bei SRF 3. Wo wir meistens einen Schritt voraus sind, logischerweise. Und dann auch, also jetzt zum Beispiel die Best Talents von SRF 3, die checke ich alle aus. Die interessieren mich alle. Ich wollte immer wissen, meistens hört man ja ein bisschen, jetzt wie bei der IU, hört man es ein bisschen vorher, hört man es irgendwo Rumoren. Und ich weiß aber nicht, wo das ist. Jetzt bei der IU in dem Fall haben wir sie gesehen an einem Viva Canagua Festival. Mhm. Und sind effektiv auf der Suche nach einem Support für unsere Tour und haben um jeden Preis auch eine Frau wollen. Das heisst, wir haben auch geschaut, welche Frauen haben wir mal gesehen in letzter Zeit auf der Bühne und haben es cool gefunden. Mhm. Und das war sie eine davon gewesen. Und darum haben wir sie dann gefragt, ob sie mitkommt. Und ich entdecke viel, ja, eigentlich auch Konzerte, ist eigentlich schon, also Festivals, mhm, entdecke ich sehr viel Musik. Aber ich bin auch ein Nerd, ich tue auch gerne im Internet nach Musik, nach neuer Musik suchen auf irgendwelchen Plattformen. Ich gehe sehr viel auf Spotify Sachen suchen oder los Playlists an. Voll. Ich los immer, es gibt ja auf Spotify gibt's immer die New Music Friday Sachen, ja, und genau. Mix der Woche, die tue ich zumindest durchskippen und schnell hören, jede Woche. Du hast mir ja mal gesagt, du bist so ein Balladen-Fan. Und ich weiss nicht, bei welchem Song, es war auch ein Schweizer Song. Du bist mit deinen liebsten Schweizer Songs ins Punkt C gekommen. Du hast gesagt, bei diesem Lied liegst du am Boden und geniesst es einfach. Ich weiss wirklich nicht, welchen Song. Aber ist das so, dass so Balladen vielleicht gerade in dieser Zeit vielleicht jetzt noch wichtiger sind für dich? Oder? Nein. Ich habe ja. Also die Ballade, ich habe gerne Ballade, vor allem wirklich zum am Boden liegen. Das mache ich ja immer noch. Ich habe einen Teppichboden, ich habe mir das nicht ausgesucht. Aber jetzt, wo ich ihn habe, liebe ich ihn. Wirklich heiß. Ich schreibe auch am Boden. Ah, wirklich? Jetzt habe ich jetzt angefangen. Ich habe mir ja vorgenommen, in dieser Quarantäne jeden Tag ein Lied zu schreiben. Und habe jetzt angefangen, die am Boden zu schreiben. Das ist sehr cool. So am Boden liegend. Ist auch gesünder. Für den Rücken von einem Mann, der 1,94 gross ist. Zum ab und zu einfach liegen und nicht immer hocken. Voll. Jetzt habe ich den Fall. Ah, nein, wegen der Ballade. Und ich habe gemerkt, dass ich jetzt im Moment sehr viel Balladesk-Zeug schreibe. Mhm. Aber beim Losen bin ich eher im Fall ein bisschen funky unterwegs im Moment. Also ich hatte eher voll. Und auch jetzt so zum Beispiel heute, eben nachher auf der Terrasse aus der Sonne an den Pflanzen arbeiten, höre ich wirklich alte Hip-Hop und so. Also Zeuge, die ich von früher kenne, die man einfach gut tut. Meine Wurzeln. Aber du sagst, du bist einfach jemand von denen, die Corona-Krise kreativ nutzen kann, wenn du sagst, du machst jeden Tag einen Song. Ich finde einfach, wir sind in der luxuriösen Situation ja in der Schweiz, dass es uns niemand wirklich fest existenziell betrifft. Also natürlich betrifft es uns alle existenziell, aber nicht so im Sinn von, wir haben nichts mehr zu essen, existenziell. Mhm. So, oder wir haben kein Trinkwasser mehr. Und das heisst, wir sind in der glücklichen Lage, dass wir uns Gedanken darüber machen können, sogar in einer Krise. Was machen wir mit dieser Zeit? Also, wir sind jetzt nicht wie in Nepal oder so, wo wir müssen schauen, wie können wir Wasser auftreiben, ohne dabei angesteckt zu werden. Sondern wir können uns überlegen, was machen wir. Und dann finde ich es immer interessant, um nachher zurückzuschauen auf die Zeit und zu sagen, in dieser Zeit habe ich das gemacht. Mhm. Und ich habe am ersten Tag, wo ich beschlossen habe, die Heiz zu bleiben, oder wo wir eigentlich auch müssen, habe ich gesagt, ich schreibe einfach jeden Tag ein Lied, egal wie gut, egal. Also ohne den Druck oder so, einfach aus Spass. Um nachher können, wie auf eine künstlerische Phase zurückzuschauen und sagen, das ist meine Quarantäne, das heisst irgendwie Quarantäne-Files. Und okay. Ich kann dann wieder das zurückschauen und sagen, ich habe nur kompletten Schrock gemacht in dieser Zeit. Oder es ist mega geil gewesen, kreativ, ich weiß es noch nicht. Ich lasse sie auch nicht mehr nachher. Ich mache einfach pro Tag den Song. Das kostet mich zwischen 3 Stunden und 5 Stunden Arbeit.
also die sind nicht fertig, dem, gell? Die sind vielleicht eine Strophe und ein Refrain oder so. Das sind so Skizzen, die ich schnell aufnehme. Und schickst sie dann an die PA-Arzt oder schickst sie gar nicht rum? Er ist eben im Zivilschutz. Er ist eben okay. Jemand, der wirklich der Menschheit gerade etwas hilft, im Unterschied zu mir. Und er ist im Zivilschutz und hat darum gar keine Zeit zum Hören. Und okay. Ich bin sehr, sehr heikel, was das Verschicken von Liedideen angeht. Ganz fest heikel. Und wollte das eigentlich gar nicht machen via elektronischen Weg. Der normale Weg im Dab auf dem Testing-Universum ist, wir kommen den Abend zusammen, wir essen etwas Schönes, wir trinken Rotwein und trinken Kaffee und haben eine gute Zeit. Und dabei hören wir alle Ideen, die ich kann. Ist das sehr verletzlich im Moment, wenn du das machst? Also, schaust du, dass alle gut essen, gut trinken, damit sie... Oder, ja, nein, ich kann mir das vorstellen, das ist ja etwas, was du deinen wichtigsten Leuten eigentlich präsentierst und selber ja, viel Herzblut schon reingelegt hast. Dann haben wir das in schwierigen Moment gekommen. Ja, es ist immer mega ein persönlicher Moment, weil dort passiert ja erst Triage. Also sie hören eigentlich alles. Sie hören auch all die Seiten von mir, die ich vielleicht der Öffentlichkeit nicht zeigen sollte. Oder auch nicht will eigentlich zeigen, aber wo ich trotzdem Songs darüber schreibe. Das gibt es ja. Und das hören sie alles. Und darum muss der Rahmen hure entspannt sein für mich, damit ich nicht wegen ihnen, damit ich es aushalten kann. Wenn sie dann sagen, eben, es geht um etwas hure Persönliches und sie sagen dann, ja, ist geil, ich würde ja, irgendwie etwas damit da gehört, stimmt etwas nicht. Oder? Also eine hure technische Info zu etwas mega Persönlichem von mir. Was wichtig ist, ist auch ihre Aufgabe, aber es ist immer der Gianluca, und Andy. Aber es macht mich amigs fertig. Und darum wissen wir, nächsten Dienstag haben wir eine Videokonferenz, das dritte, wo wir besprechen, wie wir das Vorgehen machen jetzt. Weil wir eigentlich, Gianluca hockt in Luzern in der Quarantäne und hat eigentlich sehr viel Zeit, um auch an Songs zu arbeiten. Und kann jetzt im Moment nicht, weil ich es noch nicht gefragt habe. Quasi. Jetzt müssen wir einen Weg finden, um das via wie die Mittel, die wir halt haben, irgendwie verträglich machen, damit ich es... Bist du sicher, dass du das willst? Also. Nein, ich bin noch nicht sicher. Aber wir wissen ja nicht, wie lange das geht. Genau. Was macht es mit dir die ganze Zeit so? Also die Quarantänezeit, also außer dass du Songs schreibst. Du tust viel nachdenken, oder? Keller aufräumen, zündeln, pflanzen. Das schon, Sünnelen und Pflanzen, das schon. Ich habe jetzt nicht übertrieben viel Zeit, weil ich wie dann das Zeitvakuum, das entstanden ist, gefüllt habe mit der Idee, ich schreibe jeden Tag so. Das ist gerade etwa die Zeit, die ich zusätzlich hätte, weil man hat ja immer auch viel administrativen Aufwand jeden Tag. Es kommen extrem viele Anfragen jetzt bei uns rein. Wegen, machen wir Livestream dort, gehen wir live dort, machen wir das und das zum Beispiel braucht jetzt recht viel Zeit, das alles anzuschauen, wenn wir das machen, wenn wir es nicht machen, all diese Sachen. Das mache ich, aber was es mit mir macht, ist sehr interessant und das merke ich jetzt seit der Woche 3 eigentlich. Ich vermisse sehr fest körperlichen Kontakt. Das ist wirklich das Einzige, was ich merke, fehlt mir richtig fest. Und jetzt hat zum Beispiel, wo wir das alles wie gut aufgezeichnet haben, letzten Freitag mit der ganzen Band, wir haben das wirklich nicht angelangt. Also wir haben wirklich das eingehalten mit diesen Abständen und so. Und ich merke einfach, wie mir das fehlt. Auch nur schon jemandem tanken. Es ist noch interessant, wie man das auch im Alltag ja nicht als eine Körperlichkeit wahrnimmt, aber es ist eben eine. Jemandem tanken oder wir sind in der Band extrem körperlich. Wir umarmen uns beim Begrüßen, ich lange die anderen Menschen in der Band recht viel an. So, einfach so mal anlangen, mal ein bisschen, weil ich so finde, das hilft sehr fürs Gespür. Und jetzt ist einfach irgendwie kein Mensch da, es klingt zu dramatisch, aber ich merke auch, dass mir das fehlt. Und das ist eigentlich ein schönes Zeichen, weil ich so finde, wir sind einfach kein Roboter, wir brauchen das. Wohnst du allein? Ich wohne allein. Okay. Ich glaube, dann ist man dann noch mehr allein. Wahrscheinlich ja schon, oder? Eine Art. Also wenn du in einer Beziehung wohnst, dann kannst du dich zwar unheimlich nerven, wenn du viel zusammen bist, je nachdem. Aber du hast ja immer, also du hast ja die Nähe.
Genau, da helfen die Haustiere. Ja gut, lieber nicht alle gehen ins Haustier posten jetzt. Ja, und Berührung ja. Werden im Sommer nachgeholt, das weiss man ja alles. Das ist vielleicht gerade die nächste Frage. Du bist ja jemand, wo Gesellschaftsmenschen, finde ich, sehr gut beobachtet und aus dem dann auch Schlüsse kann ziehen, auch in Songs hineinbringt. Oder auch einfach für dich, hast du das Gefühl, es macht etwas mit uns, die Zeit jetzt. Es ist nachhaltig. Ich habe das gerade mit einem guten Freund am Telefon lang diskutiert. Er ist der Meinung, ja, ich bin zuerst der Meinung, nein. Und dann habe ich mir aber wieder über das nochmal Gedanken gemacht. Und ich glaube, wenn es lang geht, dann ja. Weil wenn du auf eine Reise gehst, zum Beispiel, also wo ich bin zum Beispiel mit 25, bin ich ein halbes Jahr in Neuseeland gewesen, und dann nimmt man sich, ist mir ein halbes Jahr weg aus dem Alltag. Und alles ist anders. Und dann nimmt man sich ja so Sachen vor, was man ändern will im Leben. Mhm. Und 90% von dem halten man sich noch nicht dran, aber 10% bleiben. Etwa, hätte ich jetzt gesagt, immer bei mir, von diesen Sachen. Oder passiert Veränderung. Und ich glaube, auf das wird es rauslaufen bei dem. Wenn das noch länger geht, werden gewisse Sachen werden bleiben. Negative Sachen, glaube ich, wie zum Beispiel, dass wir mehr Angst wieder haben vor Berührungen, leider. Mhm. Ich merke das schon jetzt, das merkst du vielleicht auch, wenn du einen Film schaust und die Leute langen sich an im Film oder gehen sich an und denkst, hey, das darfst du nicht. Also es ist wie ein neues Learning, wo eigentlich nicht nur gut ist. Natürlich ist es jetzt für den Virus, also gegen den Virus ist es gut, aber so. Also es bei so Umarmungen und Küsschen und so ist passiv, gar nicht mehr so kommen. Nein, aber nie mehr. Doch. Aber nicht mit dieser Selbstverständlichkeit, glaube ich, flächendeckend gerade. Mhm. Und dann aber auch positive Sachen, wie ich glaube, man besinnt sich schon in so einer Zeit auf was wichtig ist. Eben jetzt das Bewusstsein, das bei mir wächst, zum sagen, Körperlichkeit ist mir etwas Wichtiges. Oder Leute, die zuhause nicht zusammen wohnen und merken, wir müssen wieder mal ein paar Sachen klären, sonst funktioniert unser Leben nicht. Mhm. Weil wir können uns... Ja, sag. Ich glaube, so die ganz so die elementaren, ganz tiefen Gespräche. Ich meine, in der jetzigen Situation, ich empfinde Ari ein als dünnhütiger. Ich finde jetzt das nicht unbedingt der richtige Moment, um die ganz tiefen Beziehungsprobleme zu diskutieren. Ich persönlich. Aber einfach, weil es etwas anderes mit dir macht, wenn du noch ein bisschen Austausch hast, geh raus, wenn du, ich meine jetzt nicht einen riesigen Balkon, wenn du ein bisschen mehr Sonne hast und all die Sachen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich mega dringend etwas ansprechen müsste. Aber ich glaube einfach, so, jetzt muss man schon ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht auch überfordert. Also weißt du, ich merke so, mich überfordert manchmal die Situation, wenn ich sehe, was alle mega Tolles machen und sich jetzt optimieren, die anderen möglichen Bereiche. Ich habe den Space gar nicht. Also ich mache jetzt den Talk, weil er mir mega gut tut, weil es mich ablenkt. Wir haben alle irgendwie unsere Geschichte in dieser ganzen Corona-Zeit. Aber nebendran noch mega viel anders zu machen oder eben zu optimieren oder die Partnerschaft mega zu schaffen. Ich weiß auch nicht, ich glaube, es ist im Moment für mich jetzt nicht der Zeitpunkt. Ich weiß, was du meinst. Man hat jetzt Zeit für ganz lange und intensive Gespräche. Nein, ich weiß einfach, dass ich höre einfach von Freunden, dass das gemacht wird. Also weil es einfach auch Probleme sind, die man muss klären, weil man sonst nicht mehr aushalten auf dem engen Raum. Okay, ja. Oder wir haben uns schon ein Leben geschaffen, glaube ich, alle, wo man sich die ganze Zeit kann aus dem Weg gehen. So auf die verschiedensten Art und Weise. Also ich beobachte ja auch Pärli im Alltag, also auch sonst im Alltag, wo beide halt auf Insta sind, während sie zusammen irgendwo hocken. Also wir haben mega gute Wege geschaffen, dass wir uns nicht aushalten müssen. Und das geht halt jetzt einfach nicht mehr. Jetzt sind wir halt einfach hurennäh zusammen. Mhm. Alle, einmal die, also ich beobachte es jetzt bei meinen Schwestern, die dann auch Familie haben mit Kind und so. Das ist halt wirklich, das ist dann sehr nah und intensiv. Und da brechen Sachen auf, wo aber vielleicht auch okay sind, dass sie aufbrechen, glaube ich. Und wo vielleicht auch nachhaltig, also vielleicht wird es dann auch zu Entscheidungen kommen, wo Leute sagen, okay, ich kann nicht mehr unter den Umständen mit euch zusammenleben nachher. Genau. Oder man sagt, wir haben das durchgestanden, ich glaube, das hat wirklich forever. Genau. Und ich glaube schon, dass Sachen werden bleiben. Ich glaube, man wird, was ich irgendwie merke, ist, dass die Leute die Ruhe schätzen und also einfach auch sich das können zurückziehen in den Kokon und das mal dürfen und nicht müssen die ganze Zeit erklären, also, oder so, warum man das jetzt gerne einfach mal daheim ja.
Und auch immer die Angst-Sachen zu verpassen und so. Ich glaube, wir spüren gerade alle, dass das einfach nicht, also das haben wir eh schon gewusst, aber jetzt spürt man es halt nochmal, dass das nicht verdammt gesund ist. Mhm. Und ich glaube, das wird etwas mit uns machen langfristig, dass wir das gespürt haben. Mhm. Es gibt auch sonst, es gibt interessante Sachen, auch wie zum Beispiel, dass wir das jetzt, also das ist jetzt negativ für uns, dass ich wie das Gefühl habe, Leute gewöhnen sich daran, jetzt gerade, dass sie Live-Musik kriegen zu sich, ohne zu zahlen dafür, zum Beispiel. Das ist auch etwas, was sich jetzt gerade verändert. Über das sollte ich unbedingt noch reden. Genau. Aber noch etwas anderes. Du sagst, du wohnst alleine, du vermisst deine Nähe. Also heisst das, wenn das vorbei ist, dann gehst du entweder deinen Weg oder ziehst mit jemandem zusammen. Hast, machst du dir so Gedanken, dass du denkst, super. Also es ist schon interessant. Es gibt natürlich gibt es Überlegungen, ja, erstens. Zweitens auch merke ich, dass ich das wie immer ausgleiche im Songschreiben. Ich schreibe sehr körperliche Songs gerade. Darum auch. Ja, voll. Ich will, aufeinander wollte ich die und nebeneinander wollte ich die auch. So, in dem Stil. Sehr wirklich auch sexuelle, was ich ja nicht, ich bin jetzt nicht bekannt dafür, nur immer sexuelle Songs zu schreiben, aber es ist noch interessant, dass das passiert. Einmal mehr in meinem Leben, dass ich mit den Songs das kann ausgleichen kann, was ich nicht habe. Das ist mega cool. Und ja, ich mache mir andere Gedanken als du. Ich mache mir Gedanken über Familie und so. Aber das mache ich mir eh schon im Leben, aber ich habe jetzt einfach ein bisschen mehr Zeit, um mir die machen. Und voll. Klar, aber ich würde jetzt. Ich finde auch, glaube, es ist der falsche Zeitpunkt, um gerade fest in Schluss zu fassen. Hey, Entscheidungen würde ich jetzt im Fall echt nicht treffen. Ja, voll. Also ich kann nur von mir reden. Ich finde, ich bin zum Beispiel auch froh, es gibt ja die Virologen, die das sagen, und dann gibt es die anderen Fachmänner, Fachfrauen, die genau den gleichen Background haben und auch mega das Gefühl haben, die wissen, von was sie reden, und komplett unterschiedliche Meinungen und Szenarien erzählen. Und darum finde ich entscheide mich jetzt nicht, die haben recht oder die, sondern ich verlasse mich im Moment wirklich 100% auf unseren Bundesrat. Weil alles andere kann ich nicht entscheiden, oder? Und, das ist, glaub, und bei allen Entscheidungen im Moment denke ich so, es ist noch die Frage, ob du Single bist. Das kannst du beantworten oder nicht, wie du willst. Nein, ich bin nicht Single. Gut. Live ist 1000-mal besser, 100.000-mal besser, das finde ich auch. Live-Konzert. Und gleich kann ich auch, ich moderiere auch noch etwa die Events. Und ich denke auch, ist man nachher vielleicht noch ein bisschen wählerischer mit dem, geht man jetzt wirklich an dieses Event, geht man auch an das Konzert, geht man dort. Ich habe das Gefühl, dort ist am Anfang wahrscheinlich schon ein bisschen ein Umdenken. Weil es, oder es gibt ein anderes Szenario, dass man dann denkt, jetzt will ich raus, jetzt gebe ich Gas, jetzt mache ich alles. Das ist so. Das kann man, glaube ich, auch nicht so beantworten. Das wird sich wahrscheinlich auch zeigen, oder? Ja, also ich glaube, wenn man einen Impfstoff wird haben, glaube ich, wo man flächendeckend kann einsetzen weltweit, dann wird die Angst schon weggehen, zum Beispiel bei Konzert. Aber wenn das nicht der Fall ist, glaube ich, wird man nach wie vor das merken oder Konzert, dass Leute keine Lust haben, sich der Gefahr auszugeben. Weil es macht auch keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, dass du in einen Club gehst mit 1000 Leuten und du bist Körper an Körper für 2 Stunden. Also, das macht höchstens für den Virus Sinn, dass er sich vermehren kann. Aber wieso macht es für niemanden Sinn? Jetzt von der Gesundheit her. Sonst macht es sehr viel Sinn. Auch von der Gesundheit sehr viel her. Sinn macht es sonst, ja, finde ich auch. Voll. Und das heisst, ich glaube, da wird es immer Leute geben, die Angst haben, oder auch Leute, die werden Angst haben, verschiedene Sachen zu machen, solange man nicht kann impfen kann. Genau. So. Und ich glaube schon, dass man mega Lust hat, an Konzerte zu gehen. Bevor ich es vergesse, eine Frage, die mehrfach kam, ist, wie hast du und der DJ Arts, wie habt ihr euch kennengelernt? Wir haben uns kennengelernt durch Hip-Hop. Eigentlich. Wir sind im Zürcher Oberland hat es sehr eine überschaubare Hip-Hop-Szene gegeben damals. Das war jetzt vor 20 Jahren gewesen, wo er ist noch nicht in einer Crew gewesen, er war ein sehr talentierter DJ gewesen, und ich war in einer Band gewesen, und man hat sich über den Weg laufen, früher oder später. Und nachher hat haben wir zusammen eine Crew gehabt, und er hat eine sehr, sehr geile Band gehabt, die hat Dampfunk geheissen. Das ist wirklich so, wer hätte die damals ein Album gemacht? Die wären so in dieser Sektion Kuchenkästchen, Breitbild-Zeit und in dieser Szene auch, wären die recht gross geworden, glaube ich. Wirklich. Auch wenn ich heute ihr Demo-Material anlasse, ist es sehr geil. Und die haben sich aber die haben immer gestritten. Die haben immer Krach gehabt. Und irgendwann habe ich gemerkt, jetzt ist der Moment, jetzt kann ich
wie reinsteppen und sagen, hey Andi, machst du mit mir ein Album? Weil er sich so aufgeregt hat, weil er wieder das Fische geht und die haben lieber immer gestritten und diskutiert. Und dann ist das irgendwie passiert und von dort an ist klar gewesen, wir zwei sind auch füreinander gemacht, was zusammen Musik machen angeht. Und dann hat sich bisschen nichts geändert. Ich finde es auch cool, dass er jetzt mehr auch eben so in die Interview kommt und ist so, ihr habt viel mehr wahrgenommen als Zweite, das finde ich auch cool. Weil ich ja zeitlang, am Anfang zumindest, ist eigentlich alles über dich gelaufen und jetzt merkt man halt auch die Chemie. Ich meine, wie wichtig ist das in einer Band? Das ist am wichtigsten, oder wie du sagst, wenn du einfach Lampen hast und nicht das Gefühl hast, du verbringst deine Zeit mit deinen Best Friends und einfach mit Leuten, die du mega gerne hast, dann gibt es früher oder später den Bruch, oder? Ja, voll. Und er ist ein extrem guter Kontrapunkt zu mir. Das ist wie, ich glaube, in einer Beziehung, wenn du einen Mann oder eine Frau hast, ist das wichtig. Es ist wichtig, natürlich ein guter, dass gewisse Sachen gleich sind und man sich auf gewisse Sachen kann einigen kann. Mhm. Dass aber gewisse Sachen auch wirklich konträr sind. Und das ist bei ihm so. Und er ist extrem viel ausgeglichener als ich. Und ich glaube, es hat viele Momente gegeben, wo ich Scheiß gemacht habe in der Band. Weil ich gerade etwas uren geil gefunden habe oder auf irgendeinem Flash, das so, und wo er halt mich bremst hat. Oder aber auch Sachen, wo ich zum Teil am Boden gewesen bin und er geschaut hat, dass ich das nicht so ernst nehme, dass ich jetzt am Boden bin. Mhm. Und das ist etwas, wo ich glaube, ihr da draussen nicht halt mitbekommt, weil auf der Bühne sind wir halt huere eingespielt und auf der Bühne ist es lustig und hin und her und Ping-Pong und so. Aber hinter der Kulisse ist es eben genauso eingespielt, aber auf eine völlig andere Art, wo er auch ein bisschen so mein Seelenklempner am ist. Und das ist sehr etwas Wichtiges. In letzter Zeit hat es ein bisschen gekehrt. Manchmal auch ich zusammen müssen, weil er halt einen Sohn hat und jetzt so ein bisschen manchmal am Limit ist. Er schafft ja auch noch, oder? Also ich meine, er schafft ja immer noch Saal. Genau. Und merke ich so ein bisschen manchmal jetzt, dass es wie kehrt, dass ich auch muss schauen, dass es ihm gut geht als früher, weil er eben so ein Ausgleichen eigentlich für ihn ist immer gut, oder? Und ich bin einen Tag geht's mir voll gut und einen Tag voll schlecht. Und das ist schon wichtig, dass man jemanden hat, der das ausgleicht. Ist das jetzt auch so in dieser Zeit? Oder merkst du, Schwankungen sind mehr gegeben oder mehr? Oder wie gerade? Oder wie ist das jetzt? So Stimmungsschwankungen? Ich habe jetzt im Moment eine sehr stabile Phase, zum Glück. Mhm. Das habe ich mir auch überlegt. Gibt es die Phase, wo ich Lied geschrieben habe? Das war so im Januar 17 oder 18, 8, Januar 18 gewesen, wo es mir wirklich extrem schlecht gegangen ist, wo der verzweifelte Refrain hat können entstehen überhaupt, wo sagt, hey, okay, jetzt nicht mal Musik nützt mir etwas in meinem Leben, jetzt ist es schwierig, oder? Mhm. Und wenn ich überlege mir, wenn ich jetzt so eine Phase hätte, wo ich alleine zuhause sein muss, das wäre mega scheiße, wirklich, das wäre richtig scheiße. Und darum habe ich finde ich es auch krass, also denke ich auch viel an Leute, wo depressive Phasen haben, jetzt. Mhm. Das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Und über die hat man ja bis jetzt auch noch nicht so geredet. Also ja. SRF Virus hat jetzt gerade eine Story gemacht. Ja, cool. Also interessant. Das finde ich, ja, das ist wirklich, wirklich sehr etwas Wichtiges auch, weil diese Leute, die brauchen, also ohne menschlichen Kontakt, wenn du in einer depressiven Phase bist, das ist schon sehr, sehr schwierig. Mhm. Und darum bin ich im Moment, habe ich sehr eine lange, ausgeglichene Phase, überraschenderweise. Das ist schön. Mhm. Ja, ich denke, also die Tage, wo der Jan hat ja viel mehr Leute, die anrufen. Ich meine, das ist je nachdem auch immerhin schon mal eine Hilfe. Und ich finde es einfach auch so schwierig. Jetzt, mein Vater geht sehr schlecht und du kannst nichts machen. Du bist einfach. Also, du kannst dich ablenken mit so einem Tag oder mit so Sachen. Aber direkt für sie kannst du nichts machen. Du darfst nicht einmal kochen, wenn sie Hochrisikomenschen sind. Weil das Bundesamt für Gesundheit sagt, nein, auch kochen ist schon eine Gefahr. Und das beelendet ja unglaublich. Und ich weiss genau, ihnen fehlt mega der Kontakt zu uns. Und gleich kannst du vom Balkon unten aufschreien, aber wenn eben nicht so fit ist und nicht gross voraus kann, kannst du das auch noch vergessen. Ja, also das ist wirklich enorm schwierig. Und das mit dem DJ Arts, ich habe das, den Jacke-Talk jetzt gerade gesehen mit dem DJ Arts. Mhm. Ich wirklich gedacht, hey, wow, wenn du so eine Freundschaft hast, da kann dir irgendwie auch nichts passieren. Es ist so ein tiefes Gespräch, wo man die Verbundenheit so stark gemerkt hat. Und das ist, da kann ja nur gut kommen, wenn ich dann so denke. Ist der DJ Arzt, also der Andi ist ja so dein bester Freund? Oder ist es er, der als erstes wirst du erzählen, wenn du jetzt Papi wirst, zum Beispiel? Gut.
Ja. Nach meiner Familie. Ich bin extremer Familienmensch. Ich habe drei Schwestern, sechs Nichten und Neffen. Und bin extrem nah mit ihnen irgendwie gefühlsmäßig. Also ich glaube, ihnen würde ich das jetzt schon noch zuerst erzählen. Ja, und wir haben auch so eine Kultur, wo wir feiern jeden Geburtstag in der Familie. Und sie kommen meistens alle. Und darum bin ich irgendwie hure. Ich sehe sie auch oft einfach. Ich sehe sie einfach sehr viel. Und nachher ist aber schon der Andi. Also ich meine, ich bin auch Götti von seinem Bub. Was mich auch sehr, sehr fest gefreut hat. Weil ich so dachte, ja, ich sehe den Bub ja eh schon viel. Und es gibt ja so die zwei verschiedenen Götti-Strategien. So entweder man nimmt den, was eh schon viel sieht, oder man versucht, jemanden zu binden durch das Götti-Sein. Das hat mich sehr gefreut. Und ja, ich glaube, er einer von dir. Er regt mich auch voll fest auf, recht viel. Wirklich nervt er mich richtig fest, logisch. Und, aber eben, ich finde auch zum Beispiel, wenn wir zu Berlin sind, das ist immer lustig, weil dann sind wir zu zweit meistens, irgendwie am Mischen oder am Produzieren, dann fahren wir am U-Bahn und haben uns nichts mehr zu sagen. Und ich finde das noch interessant in der Beziehung, was passiert dann? Also ist es ein angenehmes Schweigen oder ist es ein unangenehmes Schweigen? Das ist ja immer so die Frage. Nein, ich finde es voll easy. Wir sind so morgen in der U-Bahn, fahren zum Studio und das ist auch okay. Das finde ich recht cool. Du sagst, du bist sehr eng mit deiner Familie. Wie haben denn die gefunden, dass du «Mein Ort» gesungen hast? Haben sie das schwierig gefunden? Nein, mein Vater hat sich immer über die Kirche ziele. Kirchenziele sehr aufgeregt, weil er ist Kirchengemeinspräsident mal gsi von der reformierten Kirche in Mönchaltorf. Und ich sage ja, es hat mehr Beize im Dorf als Leute in der Kirche am Sonntag. Und das stimmt, das ist ein Fakt. Aber es hat ihn sehr aufgeregt. Also nein, nicht sehr, aber es hat ihn ein bisschen aufgeregt am Anfang. So. Und er hat sich gefunden, hey, kannst du doch nicht so schlecht über die Kirche reden und so. Nein, sonst haben die anderen Leute im Dorf mehr Probleme mit dem als die Familie. Aber das hat sich in der Zwischenzeit ja wahrscheinlich quasi erübrigt, oder? Der Metzger hat ja sogar noch Würst gemacht, aber auch wenn das die gewürzt oder so. Was ich... Voll, mit dem Metzger bin ich eng im Kontakt. Das ist sehr, mit dieser Familie, das ist sehr cool. Das ist ja. Aber ich denke, es gibt andere Songs, die sehr persönlich sind, auch was die Familie angeht bei mir. Und die sind halt, auf die sprechen sie mich nicht an, oder sie, also doch, mein Papi schon. Mein Papi spricht mich eigentlich auf das Zeug an, aber oder sie haben nicht genug genau hergelost. Oder, das ist, also, eben, es ist ja bei dir auch nicht immer ganz offensichtlich, was du meinst. Also, cool. Du hast vorhin gerade von Berlin geredet. Es ist vorhin noch eine Frage aufgedacht, ob ihr nie Lust haben, Hochdeutsch zu machen. Du hast ja mal so mit der Fanta 4 so eine Geschichte gemacht. Ist das nie, gar nie ein Thema gewesen? Das ist interessant, weil ich schreibe auf Hochdeutsch auch. Aber bis jetzt so ein bisschen im Auftrag, also ich habe mit dem Producer-Team in Berlin, wo wir zusammenarbeiten, die haben mich so Leute vorgestellt in Berlin, wo ich dann an Schreibsessions gsi bin, wo ich Hochdeutsch geschrieben habe. Zweimal, dreimal schon. Und das ist sehr interessant, was dort passiert. Und ich habe auch Songs schon geschrieben von mir allein auf Hochdeutsch. Aber ich finde nicht, dass das zu Double Fantastic würde passen. Es ist im Fall noch krass, wie zum Beispiel auch der Art sagt, wenn ich die Songs höre, die du Hochdeutsch singst, du bist ein anderer Mensch. Du tönst wie ein anderer Mensch. Es ist mega krass. Und das hat man ja irgendwie beim Baschi damals gemerkt. Das ist wirklich so, es ist wie gleich ein anderer Mensch. Und es ist auch eine andere Art von Emotion und man sagt Sachen ein bisschen anders. Und, es ist echt, und ich bin sehr gerne so nah bei den Leuten, wie es geht. Ich mag das einfach. Ich gehe nach dem Konzert zu den Leuten raus und trinke mit ihnen eins. Ich liebe es, wenn ich unterwegs bin und die Leute sprechen mich an. Ich rede mit denen, ich finde das vorher. Ich bin gerne so nah bei den Leuten, wie es geht. Und Hochdeutsch macht eine größere Distanz. Genau.
Und darum ist etwas runtergefallen bei dir. Hey, der Robin ist irgendwie... ist etwas runtergefallen? Ja. Wir haben gestern ein Büsi und heute, wir haben so, mit so drei Familien zusammen auf die Kinder schauen. Und ich habe heute alle vier Buben bei mir gehabt. Und jetzt ist sie, sie unter dem Sofa. Sie kommt nicht mehr führen. Und dann probiert sie jetzt irgendwie, dass sie wieder führen kommt. Sie ist, glaube ich, der Schock vom Leben. Aber ich habe schon geschaut, dass sie einigermaßen ruhig sind. Aber es ist ein bisschen schwierig. Aber sie ist immer noch da. Sie ist einfach unter dem Sofa versteckt. Ist sie jetzt aber, so ist sie aber ganz kleines? Ja, also nein, es ist jetzt vier Monate. Wir haben es schon lange abgemacht, dass sie dann kommt. Also jetzt um diese Zeit. Und jetzt ist sie gestern gekommen. Und ich habe gesagt, kommen einzeln, sind dann gerade alle vier reingesäckelt, tack, und schauen und sind uns auf dem Sofa. Es ist ein bisschen härter stehen. Aber es kommt schon wieder gut. Wir sind jetzt ganz vorsichtig mit ihr. Und er hat jetzt so, Robin, kannst du nicht nachher mit dem Geräusch machen? Wieso? Kannst du mit dem Mäuschen spielen jetzt, weil es so laut ist eben, gell? Au, bist du mit einem Büsi oder mit einem Hund aufgewachsen? Wir haben mal Katze gehabt, meine Grosseltern haben ja ein Haus gehabt, das gar nicht. Wo sie gewohnt haben für 12 Jahre und dort haben sie natürlich Katzen gehabt. Es ist gar nicht anders gegangen irgendwie, dort ist einfach so, wo zugelaufen sind und irgendwelche Katzen. Und dann sind wir mal dort gewesen, wo die eine Katze geworfen hat und wir alle vier Kinder natürlich. Mein Grossvater hat einfach gesagt, ich gehe jetzt zum Bach runter und bringe die um. Die Büsse, weil wir können die nicht brauchen. Also ja. Ah, ja, ja, klar. Wir können die einfach nicht brauchen, es sind einfach zu viele und wir haben jetzt schon viel und die streuen jetzt schon alle und so. Und dann war es ein mega Schock für unsere Kinder. Wir haben gesagt, okay, wenigstens eine, wenn wir retten. Mhm. Und die haben wir dann verpalten. Die hat dann meinen Onkel mal heimgebracht, dann eben auch so 3-4 Monate später, weiß nicht mehr viel. Und die haben wir gehabt und die habe ich sehr, sehr gerne gehabt. Ich habe gar keine, ich finde Haustiere nicht interessant, aber Katzen finde ich noch geil. Finde ich wirklich noch geil irgendwie. Also ich habe eigentlich. Ich freue mich jetzt mega. Ich hoffe, sie kommt gleich mal wieder vor. Ich habe vorher sicher eine Stunde mit ihr geredet unter dem Sofa und dann haben sie gesagt, Malu, ist alles gut, Malu. Und jetzt schauen wir, dass wir mal nicht so viele Leute da ein- und raus dürfen. Also nur schnell für alle, wir haben wirklich einfach das dritte Familie. Es ist noch schwierig, alle arbeiten und du musst ja irgendeine Form finden. Und der Bundesrat hat gesagt, bis 5 Leute. Und so machen wir es jetzt. Das Kind treffen sich einfach. Und wir machen so Homeschooling abwechselnd. Und das haben wir jetzt seit Anfang so und das behalten wir jetzt im Moment sicher auch bei. Und das ist, der läuft damit ziemlich viel und ich merke, also im Homeschooling komme ich echt an meine Grenzen. Da kann ich also wirklich du bist dann voll als Lehrerin tätig am Morgen, oder wie machst du das? Unter anderem, ja, am Morgen. Ich habe jetzt, Kantone haben es so ein bisschen durchgenommen und die Hauptstädte. Oder dann haben wir so das ABC für Kids, mache ich daheim auch. Oder dann haben sie auch mal Matheblätter oder dann haben sie einen Vortrag können machen zu einem Lieblingsthema und ich habe sie dann auf Video aufgenommen, so ein bisschen spielerisch. Also weißt, wir haben ja nicht den Stoff, ist jetzt bis zu der Frühlingsferie so, dass du einfach wiederholen und erst nach der Frühlingsferie wäre es dann so, dass wirklich neuer Stoff dazukommt. Ja, und ich finde im Fall im Moment einfach ein bisschen sein lassen, ein bisschen geniessen, ein bisschen auch Beziehungen untereinander schauen. Und jetzt, das Büsi ist natürlich alle total Fan, oder? Das ist klar, aber ja. Hey, ich habe noch Vortrag über Katzen. Das hat der Robin schon gemacht, einen Vortrag über Katzen. Genau. Voilà. Genau. Ich habe noch Fragen bekommen. Bist du. Nein, zuerst, bevor ich das vergesse, noch wegen dieser Gratis-Gesellschaft. Das finde ich nämlich auch ein Thema. Mhm. Und ich habe aber gesehen, oder auch Comedy machen ja viel mehr mit, dass man IBAN-Nummern einblendet oder mit Twint und so weiter. Hast du nicht das Gefühl, das wäre eine Möglichkeit, wenn sich quasi alle Musiker ein bisschen daran halten? Weil ich habe jetzt zum Beispiel Nachrichten bekommen, Caroline Schömer ist live gegangen, an dem Tag, wo sie das neue Album rausgegeben hat. Und einer, der mir geschrieben hat, hat gesagt, hey, er hat so gerne etwas gezahlt, er hat ewig lang gesucht, bis er überhaupt etwas findet. Und dann hat sie zugeschrieben, ja, wäre doch nicht nötig gewesen. Ich meine, es wäre unbedingt nötig. Also es ist nun mal einfach Arbeit, wie andere auch machen. Und die Gratiskultur ist zunehmend schon ein Thema, oder? Ja, also es gibt noch zwei verschiedene Ebenen. Die eine Ebene ist, ich tue damit mein Profil boosten. Also jetzt zum Beispiel... Sag mal, was du jetzt machst, ist auch gratis Arbeit, oder? Das ist auch dein Beruf, oder? Du machst es, ja, aber weißt du, was ich meine? Das ist eigentlich dein Beruf und du machst es. Aber es ist, läuft wenigstens über dein eigenes Profil. Das heisst, du hast nachher mehr Follower, du hast eine größere Reichweite, du kannst mehr Leute erreichen, etc. Das finde ich auch schon nicht so okay, aber das geht noch. Ich finde, richtig übel wird es, wenn grosse Medienunternehmen einem sagen, machst das für uns, gehst bei uns live im Stream, wir können dir nichts zahlen, aber kriegst Reichweite dafür. Und das finde ich ein mega Problem, weil sie verdienen in dem Moment Geld. Und wir verdienen
kein Geld. Und darum haben wir auch so Sachen eigentlich konsequent nicht gemacht, außer jetzt alles wird gut, aber alles andere haben wir konsequent nicht gemacht. Weil wir haben gesagt, nein, also, das geht eigentlich nicht. Dass die Geld verdienen und wir nicht. Entweder verdienen alle, oder es verdient niemand. Es wäre eine Möglichkeit, dass man sagt, wir spenden, auch die Medienunternehmen, wir spenden das als Corona-Hilfe-Vorschlag, keine Ahnung, was wir in dieser Zeit verdienen, wo die Musiker live sind zum Beispiel. Irgend so. Dann fände ich, okay, aber es geht nicht, dass einfach, ja, es ist die letzte Bastion, die wir haben. Es ist wie so, du kannst alles an der Musik kannst gratis haben, wenn du willst. Ausser Live-Konzert. Und da müssen wir einfach vorsichtig sein, glaube ich. Und ja, wir sind uns Varianten auch überlegen, ja, um können sagen, okay, wenn das ein Bedürfnis ist von den Leuten, wie können wir das irgendwie monetarisieren, wie man Neudeutsch sagt. Auf irgendeine Art und Weise. Lustig fände ich zum Beispiel auch mit unserem Webshop, sagen, jedes Mal, wenn jemand ein Produkt kauft, dann spielen wir ein Lied für die Person. Das wäre auch lustig. Also, wir haben ja coole Sachen in euch im Shop, habe ich gesehen. Also von dem, mal schauen bei Double Fantastic. Haben coole Sachen. Ja, das ist ein lustiger Shop. Einfach irgendwie so Sachen, wo man wie sagt, hey, es gibt's am Schluss einfach nicht gratis, wir können es nicht machen. Aber ich finde, es hat schon auch viel mit Sensibilisierung zu tun. Also weißt du, je mehr man darüber redet oder es auch klar anspricht, oder je mehr Musiker untereinander sagen, hey, so geht es einfach nicht. Also ihr habt ja einen Verband, der in die Richtung geht. Und das ist einfach extrem wichtig. Also ein Teil, ich glaube schon auch an euch, dass ihr konsequenter das auch durchzieht, oder? Voll. Nein, es ist wirklich dumm. Also ich habe in der ersten Woche bin ich sehr zurückgehalten gewesen, weil ich fand, oh, es ist erst die erste Woche, entspannt euch, wir wissen nicht, wie lange es geht mit dieser Quarantäne. Und habe eigentlich nichts gemacht und habe dort einfach gedacht, wow, das ist jetzt schon noch krass, wie all die Leute, also ich meine Coldplay, ich meine Chris Martin ist irgendwie live gegangen, wunderschönes Konzert, ich habe das Ganze geschaut, aber schon, also gut, er kann sich jetzt das auch leisten und so, easy, aber schon noch krass, dass all die Leute das gemacht haben, ohne dass sie dabei Geld verdienen. Und dann kommt noch etwas dazu. Ich bin auch Autor von Musik. Das heisst, ich werde wie als Visa immer noch ein bisschen Geld verdienen, auch jetzt. Viel schlimmer ist es zum Beispiel für jetzt den Britschke, unseren Schlagzeuger. Und die sind eben da auch wieder rausgenommen. Wenn ich jetzt live gehe und mir Geld zahlt für das, verdient er schon wieder nichts. Oder? Das ist der, also die außer Leute, die würden es dann aufteilen oder in der Band? Ja, also zum Beispiel, jetzt, was man bei uns im Webshop kauft, das kommt nicht ich privat über den Arzt, sondern es geht in die Bankkasse. Und aus dem schauen wir, dass wir eine höhere Gage garantieren können, zum Beispiel. Also, das ist schon aufgeteilt. Aber ich finde, für die Leute ist es richtig kacke. Also für die Leute, die vor allem davon leben, Live-Konzerte spielen, wie jetzt er, das finde ich schon noch heavy. Wirklich heavy. Grosse Aussage an dich, Simon, arme sich. Also wir schauen auch in der Band zusammen, dass es irgendwie geht, dass man Lösungen findet und so. Wir lassen ihn jetzt schon nicht einfach allein mit seinem Schicksal, aber und er ist auch nicht der Einzige in der Band. Aber das finde ich krass, die Leute vergisst man dann wieder, weil die das Insta-Profil bedienen und die können live gehen, sind die meistens auch die Autoren sind von den Songs, die noch ein bisschen Geld bekommen. Was macht das jetzt für dich, dass die sozialen Medien im Moment, ah, oh, schau, jetzt ist sie vorgekommen, yeah, ich muss sie mal zeigen. Wie ist es für dich jetzt, wenn man merkt, Social Media hat halt schon mega viel Kraft, oder? Jetzt gehen gerade die Leute durch, es ist gerade viel mehr Leute mit Katzen-Content. Ja, wir haben es nicht zeigen. Ich kann auch Robin eigentlich nie zeigen. Es ist jetzt einfach eine andere Zeit. Ich mache das immer am 6. Und manchmal ist er da, manchmal nicht. Und so ist es einfach. Yeah. Aber wie ist es? Ich weiss, dass du auch also ab und zu das Handy absolut, also dass du offline bist. Social Media so ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht nur eine gute Beziehung hast dazu. Es ist manchmal sehr schwierig, so ein bisschen ambivalent. Macht das etwas mit dir jetzt die Zeit, dass du merkst, es ist halt auch wirklich ein starkes Instrument? Hey, also das Erste, was mir auffällt, ist vor allem, es gibt kein Limit mehr in Konsum. Social Media Konsum, weil ich muss nicht an eine Sitzung, ich muss nicht. Also weißt, ich kann sonst auch, im Alltag bin ich auch oft daheim arbeiten, aber ich habe jeden Tag 1 bis 2 Verpflichtungen, irgendwo Sitzung zu einem, etwas schnell besprechen, irgendetwas an eine Probe. Und das gibt es jetzt nicht. Das heisst, man kann eigentlich den ganzen Tag
völlig im Koma irgendwie im Social Media hängen. Und ich glaube, dass sehr viele Leute außer das machen. Ja, ja. Dann haben wir so kurz, und, sie haben alle Beiträge gesehen, sie sind auf dem neuesten Stand. Oh mein Gott. Dann weisst du, wird sie im Elend. Und gleichzeitig merkt man auch, dann auch, was es auslösen kann, aber auch eben, wo die Limiten sind. Also, genau. wenn jetzt im Vergleich zu, wenn ich da ein paar Sachen gespielt, die haben, dann komme ich sehr viele Echos über, aber wenn dann etwas übers Fernsehen geht, wird es alles wieder gut. Dann gibt es dann schon nochmal eine viel grössere Welle. Also, man darf auch nicht das Gefühl haben, Social Media ist die Welt, sondern sehr, sehr viele Leute sind sehr selten auf Social Media oder haben gar kein Profil und schauen halt SRF am Abend. Ah, da kommt der Band, den ich nicht kenne. Cool. Mhm. Oder? Also, das hat jetzt für uns. Also, hat euch das etwas gebracht, dass alles wird gut? Es hat einfach viel die grössere Auswirkung auf jetzt Streaming-Zahlen und Verkaufszahlen und alles, als jetzt, wenn ich wieder mal live gehe. Da. Mhm. Weil es halt also auch Leute erreichst, die dich noch nicht kennen und dich noch nicht followen. Ich meine, so erreichst du einfach. Du erreichst jetzt natürlich noch meine Follower, also alle Double Fantastic Follower, eine tolle Band. Sie haben super coole. Man sieht übrigens den Double immer mal wieder im Bett, der DJ Arts auch. Und also im Moment wirklich kann ich euch sehr empfehlen. Oder den Webshop, also den Double Fantastic Fan Artikelshop. Ja, also das ist von dem her schon, ich habe das auch gemerkt, alles wird gut, ist halt wirklich gelockt worden, ist auch eine tolle Geschichte gewesen. Und dann hilft es ja auch, oder, wenn es so das hat, wenn es halt... Aber irgendwann ist halt, finde ich auch, hat man genug, kennt man die Band? Also weißt, dann kannst du nicht immer sagen, hey, aber du bist dafür, wie gesagt, du wirst sichtbarer. Irgendwann hast du, findest du auch mal so, hey, also nein, jetzt sollte ich eigentlich einfach verdienen. Fertig. Mhm. Ja, und ich meine, ich mein Leben ist... Oft in Diskussionen, wenn es darum geht, machen wir den Livestream, machen wir nicht, sage ich, hat irgendein Mensch einen Livestream gesehen von Bühne Huber? Ich nicht. Bühne Huber, ich habe ihn angefragt, aber er würde mitmachen. Und er ist natürlich ein Philosoph, gell? Wir kennen ihn ja. Er hat gesagt, wenn du nicht ins Aussen kannst, dann gang ins Innen. Und für ihn ist er wie ein Retreten im Moment und er macht einfach nichts. Also er macht die Sachen, die er sonst nicht machen kann, aber er macht nichts so. Und zwar gar nicht. Ja, aber, das ist ja, aber es gibt genau die zwei Lager. Die einen, die sagen, wir machen es gar nicht. Und die anderen, wo aber eins wie du, ich glaube, das tut einem ja auch gut. Reden ist Gold, darum heisst es ja so. Ich glaube, es ist so, für jeden muss spüren, was für ihn stimmt, oder? Voll. Nein, ich wollte mehr mit dem sagen, ich glaube, wenn du so gross bist, wie jetzt bei den Dochsler, dann bringt dir das nichts mehr. In dem Sinn. Jetzt hier go Livestream und so Sachen zu machen, das bringt alles nichts mehr, es kommt gar nicht drauf an. So. Ich glaube, ich kann nur das mit dem sagen. Mhm. Und darum ist es auch verständlich. Aber hingegen jetzt irgendwie ein Benji Bonus, wo wir auch mehrmals auf Tour mitgenommen haben, der einmal pro Woche live geht, das ist natürlich eine Chance, weil die Leute haben mehr Zeit zum Konsumieren und die Leute sind mehr zuhause, die Leute sind mehr für Socials. Für Newcomer ist das eine Chance, die Zeit, oder? Das ist so. Die können sich öfter präsentieren als sonst und die Leute hören mehr zu, weil sie einfach Zeit haben. Genau. Das finde ich geil. Also ich finde jetzt für Newcomer würde ich das unbedingt ausnutzen. Das machen ja auch die meisten. Das genau. Zum Glück. Hey, unsere Zeit ist schon fast vorbei. Wir haben noch eine Frage offen für die Ernährungstherapeutin von morgen. Das ist ja, weil ich im Moment so der Schock ist, und ich fand, ich muss das mal öffentlich ansprechen, wie das so aussieht. Ich auch. Weil... Du auch? Ich auch. Hey, und ich habe sonst... Ich mache sonst in der Fastenzeit vor Ostern, esse ich kein Schokolade. Okay. Und das Jahr ist es nicht möglich gewesen. Mit alleine heise und kein Schokolade ist es nicht möglich gewesen. Hey, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt so schwer, wenn ich das letzte Mal in der Schwangerschaft war. Es ist wirklich übel. Und ich bin drauf und dran, mir die Hosen führen suchen im Keller. Weil ich habe morgen Frühdienst und wahrscheinlich muss ich einfach in den Trainerhosen gehen, weil ich stelle sicher keine größere Hose. Und das ist Katastrophe. Hey, egal. Aber Judith, ich finde, du darfst, weil ich finde auch, niemand erwartet, dass wir aus der Quarantäne kommen und so aussehen wie vorher, im Himmelswillen. Nein, das wäre ja einfach auch so. Es ist so. Und gleich, ich meine, ja, nein, es ist egal. Vorwärts, nicht grau. Ist alles in Ordnung. Hast du noch eine Frage für die Ernährungstherapeutin, Nadja, vom Mund? Ja, ich habe einen sehr komischen Rhythmus und ich schreibe meistens nach und nacht, ich Lieder. Und das geht manchmal bis am Morgen um 2 und ich bin dann verdammt im Tunnel und check's nicht. Und nachher höre ich auf mit dem okay, ist fertig. Und dann habe ich Hunger. Und dann ist die Zeit, nach dem 2, wo man eigentlich nicht essen soll, soviel ich weiss. Jetzt würde mich wundern, gibt es Sachen, wo sie jetzt sagen,
okay, du hast dann noch einen kleinen Hunger, weil du hast gerade 4-5 Stunden durchgeschafft, ohne das zu realisieren. Was kann man zu dem Zeitpunkt, was sollte man zu dem Zeitpunkt noch essen? Oder was gibt es für Möglichkeiten, die nicht so schlimm sind? Okay, Schock ist es nicht, da kann ich dir jetzt schon sagen. Wahrscheinlich nicht. Leider. Aber leider. Ich würde sie sehr gerne fragen. Jetzt, wenn ich über Schock rede, habe ich schon das so Lust. Und das Problem ist, ich habe so viel daheim. Das habe ich sonst auch nie. Aber jetzt habe ich so viel daheim, weil ich das Gefühl hatte, hey, nein, wenn im Fall irgendwie Schock nicht verfügbar ist, dann das geht gar nicht. Natürlich. Du gehst ja dann auch weniger, also ich gehe möglichst selten posten. Und dann ja, weniger ja. Posten geht dann viel. Viel Schock. Genau. Ist dann aber schnell wieder weg. Ich sage immer, es ist ja weißt, für Kinder und so, die müssen ja auch etwas haben. Aber es ist leider mehr fürs Mami. Ja, no. Okay. Hey, danke vielmals fürs Gespräch. Hat mich sehr gefreut. Danke dir, Abend. Schön gewesen. Ja, sehr. Und bis bald bei Punkt C oder wo auch immer. Danke vielmals. Bleib gesund. Ja, du auch. Und ja. Punkt C jetzt einschalten auf SRF 3 mit der Hanna Gatschi. Tschüss zusammen, bis morgen. Ja. Ciao. Ciao, ciao.